Weiter geht's im endlosen Dungeon der Lyzelots. Und während ich hier mit dem Mana haushalte, merke ich, dass es immer schwieriger wird. Und vermutlich gebe ich es aus, bevor ich dann tatsächlich zum Boss komme. Allerdings sind sie kurz am Aufstieg, deswegen glaube ich, es ist sinnvoll, jetzt so allmählich dann auch doch die Mana einzusetzen. Oder die Fähigkeiten einzusetzen, ohne Rücksicht auf das Mana. So. Und das machen wir jetzt auch, zumindest halbwegs. Und ja. Spinne hat einen höheren Level. Hat aber auch direkt auch Blutungsschaden schon drauf. Tatsächlich. Warum auch immer. Ja, super. So, es ändert aber nichts. Wir werden jetzt hingehen. Spinne angreifen. Wenn Galli an. Ja, wenn Galli drankommt, dann spottet sie, um die Aggro auf sich zu ziehen, denn dadurch, dass ja, Caliberto jetzt diesen Zerreißen die Markierung hat, hoffe ich, dass sie dann dadurch durch das Spotten dann auf sich die Aufmerksamkeit zieht. Sie hat jetzt ein Superschild dran. Und ich hoffe, das passt dann so. Es ist halt doof, dass GSV so lange braucht. Aber reicht trotzdem, glaube ich, um zumindest dann Garrison zu heilen. Der kann jetzt die Kriegslinge auspacken. So. So, durch Gales Griff wird jeder Angriff, den wir jetzt auf ihn ausführen, führt dazu, dass wir geheilt werden. Dank ihres Schutzschildes verliert sie keine LP. So. Ich setze jetzt Kriegslinge einfach ein, weil ich denke, dass wir bald aussteigen, vor dem Boss aussteigen. Und ja, ich brauche keinen Mana sparen, glaube ich. Mit dem Ausstieg haben die, glaube ich, wieder volle LP und MP. Ich hoffe, es stimmt noch. Und ich verwechsel es nicht mit irgendeinem anderen Spiel. Yes. Ja, volle LP, volle MP. Perfekt. So, Vorteile 3 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte. Müssen wir noch warten, weil ich will jetzt die nächsten skillen. Was haben wir jetzt für neue Kampffähigkeiten bekommen? Heldentum. Ah, und die wurden auch verbessert. So, Heldentum. Alle Verbündeten erhalten ein Schutzschild, der jeweils 100 Schaden absorbiert. Klasse. Ist zwar ein langsamer. Ist eine langsame Fähigkeit, es dauert also eine Weile, bis sie ausgeführt wird. Braucht Vorbereitungszeit. Aber ist trotzdem praktisch. Zerbrechen. Fügt 30 Schaden zu, wenn das Ziel zerrissen oder vergiftet ist. Wird außerdem eine Blutung hinzugefügt, die über 5 Runden hinweg 107 Schaden zufügt. Dreimal kumulativ. Jesus. Heilende Berührung. Yes, endlich ein Hot. Wirkt sogar sehr schnell. Heilt 62 Lebenskraft und dann über 4 Runden hinweg weitere 41 Lebenskraft. Sehr gut. Ganz kurz hier alles prüfen. Das gibt's, habe ich noch irgendwo Loot. Hallo! Scheiße. Ach du Scheiße, was bist du denn einer? Was bist du denn einer? Von wo komm du her? Lyzelot Krügswiderich. Verdammt. Testen wir doch gleich mal. Wow, wow, wow. Schau mal oben links. Ihre Position. Wenn ich jetzt auf Heldentum gehe. Wie weit sie in der Reihenfolge runtersinkt. Das ist krass. Ich führe jetzt erstmal einen Stoß aus. Ich werde keine 20 Mana verbrauchen, auch wenn das jetzt verlockend ist mit 100, mit kompletten Mana, wie ich jetzt habe. Also mit vollen Mana leisten. Aber ja, ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen.
Ich überlege, ob ich jetzt schon prophylaktisch GSVs wirke. Und das tue ich, ja. Ja, es hält schon Grenzen der Schaden zum Glück, aber ja, Giftschaden ist natürlich toll. So, hellen Tuben. So, er bekommt doppelte Heilung durch Gaze Griff plus durch Siphon. Siphon heilt ihn, sofern ein Gegner blutet. Beim Angriff dann entsprechend. So. Zwar keine Kraftreserve mehr, es macht nichts. Wir geben jetzt hier die Kante. Oh, 30 Epic Crit auch noch im Blutum. Plus Gift. Ist alles andere schön. Sie haben gut gekämpft. Deine Untergebenen waren schlampig bei der letzten Lieferung. Sie haben miteinander gekämpft und den Gefangenen Schaden zugefügt. Mein Wissen wurde dir unter Bedingungen gegeben. Du nutzt es, um deine wertlosen Stämme zu unterwerfen und zu kontrollieren, damit sie nach meiner Pfeife tanzen können. Dass sie dies lange genug vergessen, um untereinander zu streiten, fällt auf dich zurück. Ich lasse meine Artefakte nicht aus Spaß bei dir. Vielleicht musst du an ihre Macht und Bedeutung erinnert werden. Vielleicht sollte ich deinen Hunden selbst einen Besuch abstatten. Ein verschnörkeltes Symbol am Ende der Nachricht verschwindet abrupt. Das ist sowas wie so ein Zaubersiegel oder sowas. Ja, der Dungeon ist echt groß. Also das hätte ich bisher nicht erwartet. Oh, da ist jemand gefangen. Oh, da ist jemand gefangen. Ach du Scheiße. Ich gehe jetzt ein bisschen defensiver vor erstmal. Außer bei Garrison.
So, beend mir das. So. Ein Bandit in einem Käfig ruft nach euch. Fremde, dürfte ich einen Vorschlag machen? Ihr lasst mich mit dem eben gefundenen Schlüssel frei und ich sage euch, wo diese Hunde ihr Gold versteckt haben. Interessiert? Nein. Wahrscheinlich gibt uns jeder irgendein anderes Angebot. Ich habe gesehen, was ihr mit dem Lützelot gemacht habt. Er hat gekriegt, was ihm zusteht. Ich will euch was sagen, wenn ihr mich aus diesem Käfig lasst. Gebe ich euch eine Karte zu einem Schatz, der einfach so rumliegt. Heda, ja, ihr. Lasst mich hier raus. Ich kann die Truhe da drüben öffnen. Ich habe gesehen, wie die Lützelots das machen. Lützelots hassen es, wenn man diesen einen simplen Trick drauf hat. Ich gehe erstmal selber hin und gucke. Okay. Vielleicht können wir das selber herausfinden. Als Banditen. Wenn ich eh nur einen befreien kann. Na, ich brauche einen. Ich habe keine Lust, da jetzt noch irgendwie eine Truhe zu suchen, die ich vielleicht sogar schon entdeckt habe. Ah. Ich weiß nicht, ob die Fackel überhaupt schon vorher an war. Wäre mir, glaube ich, aufgefallen. So, Steinwallpanzerung gleich mal prüfen. Plus 2, plus 2, minus 12, plus 4. Wollen wir nicht. Ja, Ring der Stärke haben wir schon. Ring der Riesenstärke. Ja, tut mir leid. Okay, das war jetzt nicht wirklich Bosse, weil hier oben eine Anzeige ist jetzt der Totenschädel weg. Das interessiert mich jetzt. Was sagt die Spielanleitung? Ja, einfach nur Gegner, okay. Ich guck ganz kurz trotzdem noch, was hier oben ist. Ich bin ja direkt nach unten gelaufen. Loot. So. Ja, dann porten wir uns zur Arena. Also zumindest in die Nähe. Das könnte, das ist, glaube ich, direkt auch die Arena. Dann kommt es hoffentlich dann zum Bosskampf jetzt. Beide Fahnenträger. Gut gemacht. Ihr habt euer Wort gehalten. Ich tue dasselbe. Das Tor wird sich öffnen. Shishini. So, dann schreiten wir mal zur Tat. Heilen und sämtliches Mana wiederherstellen? Nein, 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 das heben wir noch auf. Sind wir fast voll. Okay, aber da muss ich darauf achten. Das war jetzt im letzten Dungeon auch schon so. Und vermutlich ist das grundlegend so, dass sie immer dann vor einem Bosskampf, der jetzt vermutlich doch hier eintreten wird, so einen Schrein bereitstellen. Deswegen, ja, ich benutze das jetzt einfach doch. Dann sieht mir so aus, ob es jetzt gleich in die Vollen geht. Ja. Er hat keinen sauberen Tod verdient. Und ihr auch nicht. Ihr Ausländer denkt, ihr könntet euch in Angelegenheiten der Lützelots einmischen. Die Ausländer? Sind wir sogenannte Ausländer? Die dunkle Dame wird lächeln, wenn ich eure Köpfe bringe. Tötet sie. Bitte. Oh. Die Schlacht lädt. Auch mal was Neues. Lützelot Häuptling, 527. Was haben die da für einen Buff drauf da oben? Inspiration steigt. Steigert die Angriffsstärke um 25%, solange der Häuptling am Leben ist. Ja gut, ich werde mich sowieso als allererstes um euch kümmern.
Sie kann direkt Heldentum wirken, es dauert zwar lange, aber ich glaube, es wird wichtig. So. Deswegen wir. Na gut, wir haben volle Energie. Ja, ich kann. Das ist jetzt die Frage. Ja, doch, ich habe eine Idee. Ich habe mit AOEs arbeiten. Ich werde ihn, auf ihn werde ich die Dots draufpacken. Und halt auch LP-Abzugs-Buffs draufpacken. Und dann AOEs wirken. Dann sollten die Ads so nach und nach dann irgendwann schon down gehen. Gleichzeitig heilen wir uns hoch, indem wir dann einfach Full Damage auf den Lützelot-Häuptling fahren. Beziehungsweise AOE-Schaden fahren und danach noch zusätzlich dann halt eben. Single-Target-Schaden ausführen. Also er blutet einmal, das reicht mir eigentlich schon. Reicht mir das? Ja, wir können auch kumulieren. Blutdruckschaden kumuliert. Und AOE packen wir jetzt danach aus. Wir haben Schutzschilde, volle Energie, volles Mana. Das sieht eigentlich gut aus. So, Streuschuss, Deckenschwung. Also ich denke, er wird natürlich irgendwann mal anfangen, dann Enrage zu gehen. Wahrscheinlich demnächst. Wenn Garrison noch einmal dran war, dann werde ich mit Garrison auf die Superkraft wirken. Ah, ist mit Blutung. Danke. Blutung und Gift. Fähigkeit. Zaunwelle. Dauert halt wieder eine Weile. Oh, jetzt fängt das schon an. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Plus 438 LP geheilt. Ah ja, er hat die beiden absorbiert. Ach du Scheiße, okay. Wie übel. Okay, das ist ein Wort. Dann schenken wir die erstmal ein jetzt. Jeden Moment 22 nachhaltigen magischen Schaden zu und heilt in jedem Moment beim Häutling 11 Lebenskraft. Na klasse. Also was? Es wird Zeit für Herzblut. Ja. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft. gut. Kriegt alles nichts. Ach du Scheiße. So. Sag adios. Oh, er steht noch. Ja, bluten. Bluten sei Dank. Ja, 522 XP und ich sehe hier eine nette Beute. Dark Lady って言ってた。そ
Wunderbar. Und ich habe was. Irgendjemand hatte was geschrieben im Steam. Er hat einen nämlich gefragt, so, kann man nicht irgendwie das so gestalten, dass man sich dann direkt aus dem Dungeon wieder rausporten kann? Und einer meinte irgendwie, der Kristall, das ist irgendein Kristall, den man wohl schon haben soll, mit dem man dann wieder raus kann. Also, jetzt ist es egal, weil wir eh schon an der Stelle sind, wo wir raus könnten. Wobei ich mich hier kurz nochmal umgucke. Aber es wäre natürlich gut zu wissen, was das ist. Da gucke ich gleich nochmal im Inventar. Dass man sich damit dann, dass er sich dann, wenn man den Dungeon abgeschlossen hat, der verändert sich in der Farbe und dann kann man sich damit rausporten. Ich dachte eigentlich, das wäre das, was Calibretto hier drin hat, aber das ist es nicht. Hier ist auch nichts. Weiß nicht, was er meint. Vielleicht kommt das auch später erst. Ich schau mal ganz kurz nochmal das Inventar. Beziehungsweise erst die Karte. Ja, da oben ist zwar sowas wie so eine Art Kristall, aber. Ja, oder er meint den Teleport selbst und dass man vom Teleport selbst aus, wenn man da drauf geht, dann sagen kann, komplett gleich den Dungeon verlassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh. Hier ein Grubenkristall. Ah, nee. Das ist nur Loot. Genau, das ist schon der Abschluss des Videos. Ich laufe jetzt nur noch kurz zu diesem Portal. Wenn ich da überhaupt noch hinkomme. Einfach zu Testzwecken, um zu sehen, ob ich. Wo man sich von diesem Portal aus auch komplett wieder zurückporten könnte. Ja, ich komme ja nicht mehr runter, glaube ich. Ah, doch, links rum. Und ja, das lasse ich jetzt noch so lange laufen. Aber ich denke, es wird für den einen oder anderen noch interessant sein, wer jetzt vielleicht auch das Spiel schon spielt. Wenn sich das auch gefragt hat. So manchem Dungeon könnte der Weg dann doch vielleicht etwas länger werden. Ja, nee, aber sieht nicht so aus. Also, er meinte irgendwas anderes. Aber gut, passt für uns. Also das Ding ist, wenn ich jetzt unten rausgehe, könnte es natürlich sein, dass ich jetzt an der falschen Stelle rauskomme. Wir probieren es einfach mal. Ich nehme an, dass der Weg jetzt freigeschaltet ist, damit man nach Norden durch kann. Und ja, das ist das Ende des Videos. Battle Chasers Night War, das war der zweite Dungeon. Und wir schreiten in der Story immer weiter voran. See you next time.